Willkommen auf unserem Kanal. Hier veröffentliche ich Testberichte über die besten Elektronik- und Haushaltsgeräte. Heute habe ich den LG 34WQ75X-B Monitor im Test. Haben Sie etwas über dieses Modell zu sagen? Schreiben Sie es gerne in den Kommentaren und wenn Sie mit dem Gedanken spielen, sich dieses Gerät zu kaufen, schauen Sie sich gerne die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Dort finden Sie den aktuellen Preis und die Verfügbarkeit im Handel. Genug geredet, kommen wir nun zum Testbericht. Die Bildschirmdiagonale beträgt 34 Zoll mit einem Seitenverhältnis von 21 zu 9. Die Bildschirmauflösung beträgt 3440x1440 Pixel. Dieses Modell verwendet eine IPS-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 10 Bit, 8 Bit plus FRC und WLED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Monitors beträgt 75 Hz und die minimale Reaktionszeit der Matrix beträgt 5 Millisekunden. Hochpräzise Farbwiedergabe und großer Betrachtungswinkel. Das IPS-Display von LG unterstützt ein breites Farbspektrum und zwar 99% des sRGB-Farbraums. VESA Display HDR 400 sorgt für Helligkeit und brillante Farben. 21 zu 9 Ultra-Wide QHD Display. Mehr sehen, mehr tun. Der Ultra-Wide-Monitor mit QHD-Auflösung 3440x1440 Pixel bei einem Seitenverhältnis von 21 zu 9 eignet sich hervorragend zum Arbeiten, da er mehrere Programme auf einen Blick anzeigen kann. On-Screen Control – Steuerung mit nur wenigen Klicks. Sie können den Arbeitsbereich anpassen, indem Sie die Anzeige teilen oder die grundlegenden Monitoreinstellungen mit nur wenigen Mausklicks einstellen. 90 Watt Ladeleistung – Stromversorgung mit bis zu 90 Watt. Mithilfe der USB Type-C Ladetechnologie können Sie einen Monitor mit Strom versorgen und gleichzeitig ein angeschlossenes Laptop aufladen mit bis zu 90 Watt. Dynamic Action Sync – Blitzschnell auf Gegner reagieren. Dynamic Action Sync sorgt für eine geringere Eingangsverzögerung, damit Gamer kritische Momente in Echtzeit erfolgreich bewältigen können. Black Stabilizer – Im Dunkeln als Erster angreifen. Dank Black Stabilizer können Spieler Scharfschützen sehen, die sich an dunklen Stellen verstecken und brenzligen Situationen blitzschnell entkommen. Der Monitor mit Standfuß hat folgende Abmessungen: 81,6 cm breit, 56,9 cm hoch und 26 cm tief. Das Gewicht des Monitors beträgt 8,6 kg. Höhe und Neigung des Monitors können eingestellt werden. Eine VESA 100x100 Montage ist möglich. Die folgenden Anschlüsse sind vorhanden: einmal USB 3.0 Type-C, zweimal HDMI 1.4, einmal DisplayPort 1.4 und einmal 3,5 mm Audio-Out. USB Type-C RJ45 – Produktivitätshub mit einfacher Konnektivität. Dank RJ45, also LAN-Anschluss für kabelgebundenes Ethernet und USB Type-C, die eine Stromversorgung von bis zu 90 Watt, Datenübertragung sowie den Anschluss an Geräte mit nur einem einzigen Kabel ermöglichen, wird Ihr Monitor zu einem echten Produktivitätshub. Waves Max Audio – Eindrucksvolles Soundsystem. Dieses stromlinienförmige Display verfügt über einen schmalen Rahmen an drei Seiten und lenkt nicht vom blendend präzisen, naturgetreuen Bild ab. Zwei 7 Watt Stereo-Lautsprecher mit Max Audio vervollständigen Ihr beeindruckendes Erlebnis. Ergonomisches Design, einfach und bequem. Einfaches Aufstellen ohne weitere Hilfsmittel. Mit dem One-Click-Stand lässt sich der Großbildschirm in Höhe und Neigung flexibel einstellen und in die für Sie optimale Position bringen. Der Test für den LG 34WQ75X-B Monitor ist nun abgeschlossen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie in der Beschreibung unter dem Video Links zu den besten Preisen von diesem Produkt finden. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren und teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Wenn Sie das Video nützlich fanden und es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Wir sehen uns bald wieder!